Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Kursgewinne durch Börsensektoranalyse. Das Ganze zusammen mit Carsten Berger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier um 19 Uhr begrüßen. Ich bin gespannt, was der Carsten uns heute mitgebracht hat. Kursgewinne durch Börsensektoranalyse ist ein zweiwöchiges Webinar. Ne, von daher ist nicht so viel Pause zwischen den einzelnen Webinaren. Von daher bin ich immer gespannt, was der Carsten da mitgebracht hat. Aber bevor ich dem Carsten hier den Bildschirm übergebe, Sie kennen es alle, das Webinar dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte verstehen Sie nichts des Gleichgezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Vollkommen egal, was der Carsten zeigt, erklärt, analysiert oder gegebenenfalls handelt. Ja, Sie müssen am Ende immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig zu sagen. So, dann würde ich sagen, Moderator ändern. Stage is yours. Ich übernehme das, Florian. Ja, Gina Trader Universe ist da. Und dann den brauchen wir aber jetzt noch nicht. Okay. Zweite Seite. Und dann stellen wir einmal um. Das sieht nach TradeScanner aus. Jetzt habe ich ein weißes Bild. So muss das aussehen. Ah, klar. Vom Feinsten. Ja gut, dann ich bin da. Viel Erfolg. Wenn was sein sollte, sag Bescheid. Alles klar. Okay, liebe Zuhörer und Perlentaucher vielleicht sogar schon. Ich sehe, es sind 1, 2, 3 Leute mit dabei, die bei mir in der Gruppe sind, die auch das Coaching durchlaufen haben. Schönen guten Abend auch an diejenigen und an die anderen treuen Zuhörer, die dabei sind. Und heute geht es natürlich wieder um die Perlentaucher-Strategie und die ist dazu da, dass wir Kursgewinne generieren und zwar, indem wir uns die Börsensektoren oder auch Branchen anschauen. Branchen sind natürlich etwas weit gefasster, Sektoren sind ein bisschen genauer. Also im Endeffekt sind es Branchen, da sieht man aber schon mal, dass da ein Schreibfehler drin ist, oder? Nee, doch nicht. Und ja, befassen wir uns einfach mal mit den Märkten und legen los. Das wisst ihr, das hat Florian eben schon gesagt, ihr dürft mir nichts glauben. Und wenn ich eine Aktie vorstellen sollte, dann ist es vielleicht so, dass ich die kaufe oder ein ETF. Und natürlich besteht dann ein Interessenskonflikt, weil ich könnte ja eventuell die Märkte beeinflussen oder so eine Art Frontrunning machen. Also bitte das berücksichtigen, ne? Ich erzähle einfach mal weiter. Derjenige, der mich noch nicht kennt, der kann das gerne jetzt hier lesen, weil ich wiederhole das ja eigentlich schon immer in 2 Wochen. Von daher, die meisten Zuhörer, die dabei sind, die kennen mich ja schon. Und für mich ist diese Woche, und das sind ja die interessanten Bestandteile des Tradings, in dieser Zeit besonders anspruchsvoll, muss ich sagen. Zum einen anspruchsvoll, weil natürlich die Schwankungen an den Märkten, sagen wir mal, nicht mehr so einfach sind wie vor ungefähr einem Jahr. Zum anderen aber, wenn man das beherrscht, dann kann es auch relativ einfach sein, wenn man sich an Regeln hält. Und ich erinnere mich an eine Zeit, da war es der neue Markt, wo es am Anfang auch immer bergauf ging. Und damals habe ich die EMTV-Aktie, vielleicht kennt der ein oder andere diese Aktie, gehandelt. Und habe damit gute Kursgewinne eingefahren. Irgendwann hat der Markt sich dann verändert. Diese große Tech-DAX, was ja jetzt teilweise mit bei sind, aber neuer Markt hieß es ja früher, diese Blase langsam anfing zu platzen, habe ich im Endeffekt trotzdem noch die EMTV gehandelt, obwohl sich da gewisse Anzeichen, sage ich mal, hervorgetan haben und ich konnte darauf nicht richtig reagieren. Warum? Weil ich noch in demselben Modus war, wie es vorher gelaufen war. Und vielleicht könnt ihr das auch auf euch projizieren, indem ihr überlegt, wie ist es denn, bin ich nicht immer noch mit demselben anspruchsvollen Trading-System unterwegs, aber das passt gar nicht mehr zum Markt. Und das ist, glaube ich, eines der Kernpunkte, dass auch Systeme, sagen wir mal, die in bestimmten Marktphasen funktionieren, natürlich irgendwann eine schwächere Performance hinlegen. Und das gibt mir den Hinweis, den ich euch gerne geben möchte, der ist einfach, ändert nichts an dem System, weil es hat ja in einer bestimmten Marktphase funktioniert, bei euch hoffentlich, sondern
ändert in dem Sinne, indem ihr euer Portfolio, was ein bestimmtes Einstieg oder ein bestimmtes System ergänzt zu einer bestimmten Marktphase. Also damit ihr nicht in dieses System-Rolling bekommt und sagt, ich muss jetzt noch einen Indikator mit reinnehmen und ich muss das noch machen, um das wieder anzupassen. Nee, das System hat ja in der Marktphase funktioniert und nehmt einfach ein System dazu, was in einer anderen Marktphase halt besser funktioniert, dass man so zwei Systeme hat für verschiedene Marktphasen. Also so mache ich das und so kann ich halt, sagen wir mal, mich an bestimmten Marktphasen orientieren und switche dann halt immer dementsprechend um. Da muss man natürlich auch ein bisschen beweglich sein, was die Flexibilität anbelangt und auch eigene Meinungen und Interpretationen zum Markt auch mal relativ schnell verlassen. Ja, die eigene Meinung, man ist ja nicht selbst der Papst, sondern einfach mal sagen, okay, das war jetzt mein Szenario, was ich hatte, das ist jetzt aber nicht eingetreten und schon muss ich den Fuß wechseln und entweder dem Markt fernbleiben oder halt dementsprechend anders handeln. Das würde ich euch mal zur Einleitung mitgeben. Ja, Michael schreibt, Sammelklage läuft, glaube ich, heute noch. Das weiß ich gar nicht. Gut war es für mich im Endeffekt, dass ich mich irgendwann doch von der Aktie getrennt habe und dass ich daraus einfach Lehren gezogen habe. Ja, also Aktien, die halt immer ganz gut laufen, ist schön. Aber selbst dann, wenn sie jahrelang im Aufwärtstrend waren, kann es sein, dass sie dann auf einmal das verlassen und jahrelang im Abwärtstrend sind. Ja, also es weiß man vorher nie. Danach im Nein ist man dann halt immer irgendwie schlauer. Okay, das kennt ihr auch. Wie setze ich das um? Es ist ein Top-Down-System, was wir machen. Wir schauen uns Indizes an, denn das ist immer das, was ich brauche, um zu wissen, wo ist der Markt gerade? Muss ich mich an den Rechner sitzen oder kann ich einfach sagen, nö, heute ist gar nichts zu tun. Ich habe 10 Minuten gebraucht, um die Märkte zu analysieren. Ich gehe wieder und habe Freizeit. Oder ich mache ein Webinar mit meinen Leuten aus der Gruppe zum Beispiel oder schreibe einen Artikel. Aber letztendlich ist das wichtig, um das Markttiming zu bestimmen, um auch zu wissen, wann kann ich denn in den Markt gehen? Wann ist die Chance groß, dass der Markt, DAX meinetwegen, deutscher Markt im Allgemeinen oder amerikanischer Markt oder überhaupt die Börse an sich mit der Trade-Richtung korreliert, in die ich handeln möchte? Das ist ja auch, sag ich mal, wichtig. Das kann man schon mal festlegen. Wenn ich das Go habe und sage, ja, das könnte ein guter Bereich sein, wo ich einen Trade aufsetzen kann, dann muss ich natürlich in dem riesen Universum, was da vor mir auftut, die ganzen Aktien und ETFs, die es gibt, sind ja unzählig. Und die einzuschränken auf eine bestimmte Branche, die im Moment vielleicht gut läuft, um Long Trades abzusetzen oder schlecht läuft für Short Trades, grenzt natürlich auch die Signalvielfalt und die Auswahl ein. Und das ist bei so einem großen Markt extrem wichtig. Ja, und das beruhigt im Endeffekt die Nerven, wenn ich sage, ja, heute ist es Healthcare, also alles, was mit Medizin zu tun hat zum Beispiel, und ich lasse Technology meinetwegen mal links liegen. Ja, dann habe ich halt einen Fokus. Ja. Und wenn ich die Branche habe, dann schaue ich mir an, was sind die Aktien innerhalb dieser Branche. Da gibt es ja auch, wie gesagt, denn viele Sektoren innerhalb einer Branche. Wie gucke ich mir das an und welche Aktien kaufe ich dann? Das ist natürlich immer dem geschuldet, welche die besseren Aktien sind, nämlich Outperformance. Ich möchte einen Outperformer-Index handeln, ich möchte eine Outperformer-Branche sein und ich möchte dann die outperformende Aktie aus diesem Bereich handeln. Dann habe ich schon einen Grundfilter und das zusammen mit einer charttechnischen Betrachtung bringt mich dann in die Situation, dass ich halt einen Trade planen kann und die Aktien denen entsprechend mir eine Watchlist packen kann oder sofort handeln kann. Wenn ihr Fragen habt, schreibt eure Fragen natürlich wie immer sehr, sehr gerne in den Fragenbereich hier bei GoToWebinar hinein. Und ich schaue mit dem einen Auge drauf und beantworte die natürlich auch gerne. Wenn ihr nicht nur 2 Wochen jetzt warten wollt bis zum nächsten Webinar, sondern eine wöchentliche Marktvorbereitung lesen wollt, dann könnt ihr das bei mir auf der Homepage machen. Und zwar mache ich das jeden Samstag, manchmal auch Sonntag, je nachdem, wie es hier mit der Familie hinhaut. Könnt ihr euch da letztendlich, sage ich mal, die Sache anschauen und auch euch im Newsletter anmelden, wo ich dann im Endeffekt nur daran erinnere, dass der Blog geschrieben wurde und euch da jetzt nicht mit irgendwelchen
Marketing-Tools oder so zuspamme. Kommt einmal in der Woche, am Wochenende so eine E-Mail. Okay, dann schauen wir uns gleich mal die Branchenanalyse an. Die mache ich mit dem Tool bei tradescanner.de in Verbindung mit dem Agena Trader. Da gucken wir die Charts noch an. Und schauen wir mal, was die Woche gebracht hat. Und ich blende mal kurz ein, was ich am Wochenende hier und auf meiner Homepage tradercoach.de Blog, da könnt ihr reinschauen, Marktvorbereitung und Watchlist. Ja, da kommt am Samstag immer rein, vom 8.10. Und wenn ihr da drauf schaut, dann seht ihr hier so eine kleine Einleitung dazu und im Endeffekt analysiere ich die Indizes mit dem Marktscanner, ja, Marktmodell. Schau mir die Indizes an und immer wenn das am Wochenende ist, was wie wo passiert ist, was ich gemacht habe, vermerke ich dann im Index, das ist in dem Fall der S&P 500. Und in dem Branchensektor war Silber interessant für mich, aber kann ja mal draufklicken. Ihr seht, im Endeffekt ist Silber stark angestiegen. Ich habe eine Korrektur erwartet bis in diesem Bereich hier, wo dieser Gap war. Und schauen wir uns das gleich mal an, ob das jetzt dort gedreht hat wirklich oder nicht. Also ich habe nichts gemacht, sondern ich habe nur eine Watchlist bestückt und bin letztendlich auf den Wert, jetzt bin ich eins zu weit gegangen, Moment. Na, das war eins zu viel. Wo ist er? Das war der 10., genau. Das war das mit dem Silber. Und dann kann man sehen, welche Aktie, wenn ich schon eine finde, das ist ja am Wochenende, wenn ich kein Signal bekomme in einer Aktie, kann ich auch keine Aktie aufnehmen. Ja. Das werden dann immer die stärksten sein, wenn ich ein Signal bekomme, habe ich aber nicht bekommen. Weil ja auch, wie wir gleich sehen werden, Silber nicht ganz mitgespielt hat. Und man sieht dann halt das Update von dem letzten empfohlenen Aktientrade. Das war die Penumbra-Aktie. Aufgrund der Analyse der Woche davor oder 2 Wochen davor sogar, wo es dann darum ging, den Healthcare-Sektor, den Gesundheitssektor letztendlich in den Fokus zu rücken. Du siehst hier den Einstieg, der passiert immer über dem Hoch der. Hier ist mal dieses Signalpfeil quasi. Und dann gibt es halt hier ein Target und einen Stop-Bereich und wie ich den Trade letztendlich dann verwaltet habe und warum. Das lest ihr halt danach und wie viel Prozent da eingefahren wurden oder auch nicht. Oder auch Verlust wird dann halt immer klar dargestellt. Also das könnt ihr hier nehmen. Und natürlich kann man sich auch im YouTube-Kanal anmelden, wo dann hier die Webinare, sage ich mal, wieder jetzt ab dieser Woche auch wieder gepostet werden. Oder halt ihr euch zum Newsletter anmelden. Ja. Okay, so viel dazu. Trade Scanner. Damit mache ich im Endeffekt meine tägliche 10 Minuten Blick auf die Märkte. Warum? Okay. Marktmodell. Habt ihr schon mal eben gesehen? Bedeutet nichts anderes als diese Grafik hier. Ja, alles, was auf der rechten Seite ist. Ist hier im Long-Bereich und was hier in der linken Seite ist, ist im Short-Bereich. Sieht man ja. Steht ja auch dabei. Und die Strategien, die ich handle, die stehen im Endeffekt im Hintergrund in diesen Feldern. Und ist hier so eine Kugel in so einem Bereich, dann weiß ich im Endeffekt, wo sie sich aufhält, welche Richtung hier angesagt ist und welche Handelsmöglichkeiten dort bestehen. Nun ist es nicht so, dass man einfach eine Kugel hier sieht, zum Beispiel den Hang Seng oder so oder die Nasdaq, sagen wir noch hier, S&P 500, kann das hier auch sortieren nach Performance. Dann haben wir das Absteigen, das ist hier Öl, ist der beste Performer im Moment, der in der Mitte hängt. Silber ist abgerutscht auf da unten, man sieht es unten, den Punkt, der da rot ist, zu einem Short. Und ich kann im Endeffekt sofort die Marktstimmung aufnehmen. Ich sehe, dass das alles rot ist und dass sich da nicht viel geändert hat und dass einige Werte schon heiß gelaufen sind, weil sie dann eventuell für eine, und ich sage eventuell, für eine Counter-Trend-Strategie in Betracht kommen. Ich sage immer noch in Betracht kommen, weil da müssen zwei, drei Elemente natürlich mit dazukommen. Ja. So. Also für mich wäre zum Beispiel interessant, eventuell am amerikanischen Markt, dass der heiß gelaufen ist, was ich jetzt hier so sehe. Ich schaue mir natürlich immer auch einen Chart an, aber da sage ich, okay, der amerikanische Markt ist heiß gelaufen. Eventuell schauen wir doch mal drauf, wie das die Situation ist. Und ich würde mir den amerikanischen Markt jetzt nehmen, nicht den deutschen Markt.
um jetzt long zu gehen. Das heißt, ich weiß, ich handle gegen den Trend, weil es ist ja eine Countertrend-Strategie und die ist risikobehafteter logischerweise als eine trendfolgende Strategie. Ja, weil ja, ihr wisst, wenn ich gegen den Trend handle, könnte das eine Korrektur sein oder aber es könnte der Beginn, der erste Arm eines Aufwärtstrends sein, was natürlich sehr schön wäre, dann bin ich nämlich der Papst im Trade, sage ich mal, weil ich der erste zur frühesten Situation reingehen konnte. Das ist natürlich mit einem höheren Risiko erkauft, so etwas. Und deswegen muss man mit den Positionsgrößen darauf achten, dementsprechend diese anzupassen und zu verkleinern. Sagen wir also, amerikanischer Markt. So, in der nächsten Phase würde ich mir dann hier den entsprechenden US-Sektormarkt anschauen. Aber natürlich schauen wir uns den Chart an, damit hole ich den Agena Trader rüber. Und zwar schauen wir doch mal, was im amerikanischen Markt, Nasdaq und wo sind sie? S&P 500, wo treibt er sich rum? Das ist der Dow, CDAX, da ist er. Schauen wir uns mal den Mini-Future an. Das ist der Chart vom S&P 500. So. Der Trade-Scanner hat mir gesagt, durch die Kugel eben noch in dem Bild, dass der Markt relativ stark überverkauft ist. Also schon weit gelaufen ist. Und ich weiß, dass er sich natürlich in einem Abwärtstrend befindet. Ja, wie er, wer Markttechniker ist, so roundabout so. Logischerweise ist das jetzt hier ein Abwärtstrend. Und was ich aber auch weiß, ist, dass ich natürlich jetzt hier drauf nicht mehr raufspringe, und darauf hoffe, dass der Trade hier am Tief weitergeht unbedingt. Ja. Das kann funktionieren. Ich bin aber lieber jemand, der versucht, immer an diesen Tops reinzukommen. Das hört sich theoretisch super an, ist praktisch nicht so einfach und sieht man ja hier. Das haben wir auch im Webinar groß besprochen. Hier war die Situation wesentlich einfacher, an diesem Bereich hier reinzukommen und das dementsprechend abwärts zu handeln. So, was ist die Ist-Situation? Die Ist-Situation, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Tage. Der heutige Tag ist sehr, sehr unentschlossen. Ja, das ist irgendwie so ein Dodgy hier. Und wir liegen hier genau mit dem Kurs auf einer Wochenunterstützung. Das ist hier dieser rosafarbene Bereich drin. So. Und was wir auch sehen, ist, dass wir einen, ihr wisst es auch, einen Volumenanstieg haben. Der ist jetzt nicht so exorbitant, aber wenn ich mal dieses Level hier sehe, da sind nicht so viele Tage, die da drüber sind. Also ist das schon ein signifikanter Volumenbereich. Und das findet im Endeffekt alles hier unten statt. Ja. Ich könnte das jetzt hier mit so einer blauen Linie verdeutlichen. Da haben wir ein hohes Volumen, da haben wir ein hohes Volumen, da haben wir ein hohes Volumen, hier haben wir ein hohes Volumen. An dem Punkt unten. So. Und in diesen Bereichen könnte, ich weiß es auch nicht, aber letztendlich könnte an diesem Widerstand oder dieser Unterstützung, je nachdem, wo man hin möchte, handeln möchte, eine Umkehr stattfinden. So, hat denn in diesen Tagen jetzt irgendwo eine auf Tagesbasis stattfindende Umkehr hier, sage ich mal, sich durchgesetzt? Also ich sehe keine. Also vorhin war die Kerze hier oben, da war sie sehr, ziemlich grün und sehr stark. Da dachte ich, naja, kann ja passieren, dass er sich durchsetzt. Ich warte natürlich ab, bis im Tageschart sich die Kerzen letztendlich fixiert haben. Das heißt, wenn der Markt geschlossen ist. Ja. Und dann kann ich mir das anschauen. Ich habe also gar keine Signallage. Wenn ich also nicht hier oben short gegangen bin, dann würde ich das nach dieser Kerze definitiv nicht mehr tun, weil das Potenzial ja hier vom Ausblick hier unten beschränkt ist. Bedeutet, ich habe nichts zu tun. Also wenn ich hier ein Trade drin bin, dann kann ich natürlich dementsprechend die Stops nachziehen, je nachdem, welche Strategie ich da fahre. Letztendlich wird es hier immer dünner. Ja, das wäre hier so ein Ausbruch. So, und ich bin kein Ausbruchshändler. Es gibt Situationen, wo der Markt ein bisschen seitwärts läuft. Da kann man das tun mit einer kleineren Positionsgröße. Aber ich habe mir gesagt, der Markt kommt hier zurück. Und wenn er unter die 3,6 geht, dann wird es, wenn wir gleich mal schauen, vielleicht noch ein bisschen weiter runtergehen. Und wenn wir das mal hochskalieren, dann sehen wir, wo der nächste Bereich ist. Der liegt ungefähr bei 3.400. Das habe ich schon vor einer ganzen Weile gesagt. Und wird auch von diesem Volumen hier, was hier auch erhöht ist, auch getragen. Ja, also da können wir auf jeden Fall hinkommen. Nun ist die Strategie,
Countertrend. Das heißt, es müsste hier eine positives Signalkerze sein. Vielleicht so etwas wie ein Umkehrstab, der so ein bisschen so aussieht wie der hier. Oder der. Haben wir aber nicht im Moment. Kann ja noch kommen, bis 22 Uhr ist noch lang. Und dann wäre eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe den nächsten Schritt und schaue mir die Branchen an, die die stärksten sind. Ja. Und das wäre auf jeden Fall die richtige Entscheidung, um dann natürlich nicht langfristig, dass ich sage, ich muss jetzt hier 2 Jahre im S&P bleiben, weil das ist genau der Umkehrpunkt. Nein, es kann nur eine Impulsbewegung sein, aber die möchte ich dann in einer bestimmten Branche mit einer bestimmten Aktie handeln. So, jetzt haben wir da dieses Signal nicht. Und für einen Countertrend brauche ich halt bestimmte Voraussetzungen, eine Überverkaufssituation. Warten wir jetzt einfach hier ab. Das heißt, ich kann im Moment keinen Long Trade auf Countertrend-Basis absetzen. Und natürlich kann ich auch keinen Aufwärtstrend hier erkennen. Und für den Abwärtstrend brauche ich eine Korrektur. Das könnt ihr also tun. Ist der hier mit dem Umkehrstab verfestigt am Ende des Tages, dann kann ich mir in der stärksten Branche, wenn es noch starke Branchen gibt, das schauen wir uns gleich an, dementsprechend eine starke Aktie suchen. Wenn der Markt hier oben angekommen ist und ich bin long, dann sollte vielleicht so eine Umkehr stattfinden wie hier. Dann bin ich wieder auf der Short-Seite. Ja, dann geht es wieder runter. Dann wird mein Trade wahrscheinlich ausgestoppt. Vielleicht setzt sich die Branche auch weiter durch. Das weiß ich auch nicht. Wenn der Gesamtmarkt fällt, im Moment wird ja fast alles abverkauft, dann wird wahrscheinlich auch diese Aktie wieder rausfliegen. So ähnlich war es beim Penumbra-Trade. Wichtig ist nur, dass man seine Stops setzt, seine Targets hat, wo man Teilgewinne mitnimmt, weil der Markt halt nicht einfach zu handeln ist. Das muss man auch sagen. Aber so ist der Plan. Nasdaq, glaube ich, sieht es ja auch nicht so viel anders aus. Schauen wir uns mal den NQ an. Auch hier die gleiche Situation. Tag der Unentschlossenheit, Tag des Abverkaufs, und zwar 4 Tage. Ich sage immer, so eine Impulsbewegung hört bei mir meistens immer im Durchschnitt bei 4 Tagen auf. Manchmal geht die länger, aber im Durchschnitt sehen wir immer so 4, 5 Tage. Manchmal sind es weniger im Aufwärtstrend zum Beispiel, aber im Abwärtsbewegungen sind meistens so 4 Tage im Durchschnitt. Und wo sind wir hier angekommen? Ich scroll mal zusammen. Auch auf so einer Wochenunterstützung, die schon lange her ist, vom September 2020. Auch hier war das Volumen leicht erhöht, auch da. Den Bereichen, genau da sind wir jetzt. Und wenn dieser Bereich fällt hier bei 10.800, dann sehen wir ganz schnell auch wieder eventuell eine 9.800, wahrscheinlich 10.000 die runde Zahl, die werden wir bestimmt sehen. So, und aktuell ist die Lage genau wie beim S&P. Die Abwärtsbewegung ist weit gelaufen, da ich Swing Trader bin, war hier mein Handelssignal, ja, mit einer Powerbar Short am 20er. Habe ich auch so geschrieben und letztendlich wird das Potenzial mit einem Tag schon fast ausgereizt, hier einen Teilverkauf zu machen oder hier einen Teilverkauf, je nachdem. Und jetzt zu warten, dass hier eine starke Kerze kommt, kurzfristigen Rücklauf, ich sehe jetzt keine große Trendwende oder so. Das ist im Endeffekt das Ziel. Wenn ich hier nicht reinkomme, der Markt ohne große Umkehrkerze, am liebsten noch mal ein tieferes Tief zu nehmen, komme dann etwas höher. Um dann wieder, wenn der Markt wieder so ein Szenario hat wie hier, dann short zu gehen. Okay, also die Grundmarktlage ist im Moment so, ich habe nichts zu tun. Ja, aber wir schauen uns trotzdem die Branchen an, weil ansonsten könnten wir jetzt das Webinar ja auch beenden. Von daher schauen wir uns jetzt im Trade Scanner die Branchen an. US-Sektoren. So, hier sehen wir bei den Sektoren ist die Volatilität generell rot. Und das bedeutet sehr hoch. Hohe Volatilität begünstigt im Endeffekt fallende Kurse und niedrige Volatilität, Schwankungsbreite ist eigentlich gut für steigende Kurse. Was tut sich hier? Im Endeffekt sehen wir, haben wir hier verschiedene Werte drin. Das sind die Spider-Branchen. Wir haben Rohstoffe drin und wir haben als Benchmark den Russell 2000 drin, den S&P 500. Die haben wir mit reingenommen und somit kann ich auf Anhieb sehen, okay, welche Werte sind eigentlich eher steigend. Das ist hier nochmal Energy. Schauen wir uns gleich an wie im Chart, weil hier kann ich die Position sehen, dass sie eher Outperformer ist, weil sie weiter rechts ist, die Kugel von der senkrechten Achse.
Das kann ich sehen, aber wie sie im Chart sich vorher entwickelt hat, das kann ich noch nicht sehen. Das kommt in einem Update demnächst, dass man das sehen kann, woher die Kugel im Endeffekt kommt. Aber ich sehe, dass der Markt generell die Branchen extrem underperformen. Und allem voraus, die Real Estate, alles, was mit Immobilien zu tun hat, war im Ausverkaufsmodus. Und je weiter wir nach rechts wir kommen auf der waagerechten Aktie, desto weniger Underperformer sind hier. Das heißt, wenn ich den S&P 500 gehandelt hätte, wäre ich jetzt hier im Mittelfeld, ja, weil die Kugel liegt hier in der Mitte von dieser waagerechten und hätte im Endeffekt, sage ich mal, den Durchschnitt. Ja. Alle anderen, die rechts sich davon befinden, vom S&P 500, sind etwas besser, aber letztendlich auch im Minus. Ne. Für mich ist interessant, war letzte Woche interessant hier Energie. Ja, warum ist Energie jetzt hoch? Na klar, weil da viele Ölaktien drin hängen. Öl wurde ja die Fördermenge zurückgesetzt, glaube Anfang der Woche. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Preis aus. Und die Unternehmen, die mit dem Preis von Öl Geld verdienen, die steigen dann natürlich. Also schauen wir uns mal Energie an, aber auch Healthcare, die Gesundheitssache, wo ich den Penumbra-Trade hatte, die spielt eigentlich auch noch mit. Und Silber ist ja auch mega interessant. So, schauen wir uns jetzt mal die Charts an. Und dazu nochmal den Margina Trader. Und wir sehen, hier ist die Energiebranche. Mit dem Chart sieht das so aus. So. Und was zeigt sich jetzt hier heute? Heute wird wahrscheinlich, der Markt ist ja noch nicht zu, der läuft ja bis 19, bis 22 Uhr, diese Kerze sich hier, sage ich mal, manifestieren, wenn jetzt nichts Großartiges noch passiert. Bedeutet, nach diesem Upswing, und das ist ein großer Upswing, ja, wo der Markt sich jetzt hier völlig dreht, das sind 21% in so ein paar Tagen, in 2 Wochen würde ich sagen. Und jetzt gehen wir nochmal schön gepflegte ins Tief 5% davon runter und kommen auf einen Bereich zurück, der oberhalb des 50er Durchschnitts und oberhalb des 20er Durchschnitts ist. Keine, wo ich sagen würde, jetzt ideale Situation. Ich persönlich sehe immer am liebsten, wenn der Markt hier nochmal über das Bollinger geht und dann zurückkommt. Aber Börse ist kein Wunschkonzert, ist für mich aber, sage ich mal, relativ immer entscheidend, dass der Markt ans Bollinger Band geht, wieder zurückkommt und dann wieder die Richtung aufnimmt. Ins Bollinger Band geht. Irgendwann funktioniert es nicht mehr, letztendlich. Aber das ist für mich so die Grundvoraussetzung. Das haben wir hier nicht. Und wir sehen hier oben schon so eine Art Schwäche. Das heißt, wenn der Markt so schließt, kann ich mir natürlich Aktien anschauen. Aber was erwarte ich für diese Branche? Für die Branche kann ich erwarten, wohin der Markt läuft ungefähr. Und das wäre dann natürlich erstmal A, bis hier nur 4%. Vielleicht schafft er das noch. Und dann wird der Markt wahrscheinlich drehen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, weil hier haben wir auch noch so einen Wochenwiderstand. Hinzu kommt, ihr wisst es auch, dass ich auf Gaps, also Kurslücken, gucke. Und wenn wir die kleine Kurslücke hier sehen, die wir im Juni hatten, auch die könnte dafür sorgen, dass der Markt hier wieder reagiert. Also davon muss ich das Potenzial abschätzen. Wenn ich keine andere Branche finde, die irgendwie besser aussieht vom Chart, dann würde ich letztendlich diese Branche ja mir näher anschauen bei den einzelnen Aktien. Aber das ist wichtig. Ich schaue natürlich mir auch noch die anderen Werte an. Und zwar war ja interessant zu sehen, was macht das Öl? Das hängt ja damit zusammen. Schauen wir uns mal den ETF an, den Uso. Und der zeigt ganz gut, finde ich, wie der Markt ja auch hier von ja, diese 20% gemacht hat, diesen ETF. Und der Markt kommt wieder zurück. Das ist auch schön. Bleibt oberhalb des 20ers, das ist auch schön. Jetzt gefällt mir diese Kerze nicht so sehr, weil jetzt habe ich ja kein positives Signal eines Umkehrstabes oder aber der eines Powerbars, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der Markt am nächsten Tag nochmal grün mit der grünen Kerze nach oben geht. Im Endeffekt habe ich das nicht und warte letztendlich hier ab, bis der Markt sich hier umkehrbereit zeigt. In dem ETF sind natürlich auch Ölfirmen drin. Ich könnte jetzt die Branche nehmen oder das. Der Uso vom ETF gefällt mir im Endeffekt der Chart jetzt hier besser.
So, wenn ich mir das Volumen anschaue, dann hatten wir an dem Tag hier ein erhöhtes Volumen. Das sieht man ja absolut dazu. Und an diesem Tag. Wenn ihr das vergleicht mal, ganz einfach, dann haben wir hier also ein Tief da und diese Kerze hat hier ihren Tief letztendlich. Und da ist das Hoch. Und das überschneidet sich ein bisschen. Das bedeutet, hier liegt ein besonderes Interesse von den Käufern, die diese Situation eventuell kaufen. Das könnte jetzt hier wieder passieren. Wenn entweder geht der Markt heute, bleibt so, geht noch weiter runter oder legt hier ein Umkehrstab hin, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich suche mir, wenn das passiert, Aktien aus dem Ölbereich oder Energiebereich raus und werde dann versuchen, dieses Long zu handeln. Das könnte der erste Arm eines neuen Aufwärtstrends werden. Das weiß ich nicht, weil der neue Aufwärtstrend wäre dann erst, wenn er da drüber geht. Aber ich handle auch gerne einfach diese moderaten Korrekturen in einem Swing, der dynamisch nach oben geht. Das ist meistens immer die Initialzündung für eine Trendwende. Ja, ob das passiert, weiß ich nicht. Das ist halt ein Teilstück aus diesem Trend und den können wir letztendlich dort so definieren. So, dann schauen wir uns mal an, was hat Silber gemacht? Habe ich mir angeschaut. Das ist hier auch ein ETF, ne? Und nicht der Preis jetzt vom Silber direkt, aber auch der gibt ja letztendlich einiges her, was man dort sehen kann. Als ich die Analyse gemacht habe, das war da oben ungefähr, ja, am Wochenende, da war noch keine Korrektur da. Also habe ich gesagt, okay, ich warte auf eine Korrektur. Dann kam die Korrektur, Montag, Dienstag, ja, nee, Quatsch, da ist Montag, Dienstag, Mittwoch, so mit einem kleinen Abwärtsgap, das haben wir hier auch noch drin, sieht man hier. Und ein mega Aufwärtsgap. Sieht man da. So, die beiden oberen Bereiche der Gaps überschneiden sich. Das sieht man ja, obwohl das eine sehr klein ist. Und meine Analyse, sagen wir Analyse oder Szenario, was für mich interessant gewesen wäre, wenn der Markt hier in dem Bereich irgendwo bremst. Also entweder zeigt er jetzt hier in der Korrektur an dieser oberen Bereichszone des Gaps eine Unterstützung, was ja oft der Fall ist, weil wir haben auch hier ein erhöhtes Volumen, wenn ich auch noch einzeichne. Und somit deckt sich das im Endeffekt, ja, kumulativer Ansatz. Und für mich ist einfach interessant, ob der Markt da dreht. Hat er nicht gemacht. Ist rot geblieben. Also was mache ich? Nix. So, weiter. Der Markt bleibt trotzdem noch rot. Nix machen. Ja, nur mal drauf schauen. Gestern auch wieder rot. Heute hat er auch darauf reagiert, auf dieses Gap. Muss ja ein bisschen korrigieren. Das liegt ja eigentlich so. Mal die Tiefs und Hochs der Kerzen, die quasi dieses Gap bilden. Man sieht, der Markt läuft runter und bleibt mit Schlusskurs unter dieser Zone. Das bedeutet, jetzt könnte die ganze Sache zu einem Widerstand werden. Selbst wenn jetzt heute ein Umkehrstab sich positiv noch darstellen würde, haben wir ja zwei Situationen oder mehrere Situationen gegen uns. Ja, wir haben den 50er läuft gegen uns, der 20er läuft gegen uns. Und wir haben hier oben zwei Gaps, die mit bestimmten Zonen dagegen liegen. Das heißt, wenn ich hier einen Trader mache, dann hätte ich es gerne jetzt noch eine Etage tiefer, weil das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, weil der Markt ja hier drin gerne drehen würde. Dann weiß ich, dass diese Zone hält. Hat es aber nicht. Unentschlossenheit sieht man hier. Und wo ist der nächste Punkt, wo ich sage, ich kaufe Silber nochmal? Der nächste Punkt wäre im Endeffekt diese Wochenunterstützung. Also wenn er hier irgendwas zeigt oder wenn er ja noch eine Etage tiefer logischerweise kommt, das Bollinger Band geht irgendwie seitwärts, dass er noch weiter runterfällt bis in diesen Bereich. So, dann suche ich nach Silberaktien, die ich dann long handeln werde. Short hier reinzugehen war für mich jetzt keine Option, weil, auch wenn ich auf eine Korrektur warte, ja hier viele, sage ich mal, Unterstützungsbereiche liegen, die den Short Trade dann zum Stoppen gebracht hätte. Also mein Potenzial wäre begrenzt gewesen, hätte ich mir, sage ich mal, mit Sicherheit jetzt nicht eine Outperformer-Situation gesucht, sondern eine Underperformance. Also wenn Silber schlechter laufen würde als die anderen Branchen zum Beispiel. Also kann ich heute im Moment gar nichts tun. Von daher, Silber bleibt weiter auf meiner Watchliste und er hat ja noch die Möglichkeiten, hier zu drehen, dort zu drehen. Wenn er das zeigt, dann weiß ich, dass hier bei 16, 17 Dollar für den ETF eine Umkehrsituation da ist und dann schaue ich mir die Silberaktien für die Long-Situation an.
So, Gold haben wir ja auch einen ETF. Sieht so ähnlich aus wie Silber, aber doch ein bisschen schlechter, wenn wir genau hinschauen. Hier sehen wir ja auch einen Abwärtsgap. Ja, und das zeigt sich eher als Widerstandszone. Heute auch hier ein unentschlossener Tag. Die Leute wissen nicht, ob sie jetzt Gold unbedingt noch brauchen. Wir notieren im Moment unter dem 20er. Und wenn der Markt jetzt hier drunter fällt, unter dieses Tief, dann sehe ich für Gold in dem Fall nochmal tiefere Kurse. Macht er das nicht, ja, dann werde ich wahrscheinlich hier unten, wenn der Markt darauf reagiert, eventuell eine Counter-Trend-Long-Situation suchen. Ja. So, mal gucken, was der heute macht. Eventuell kann man dort einen Short-Trade aufbauen. Man kann ja Gold auch Short handeln mit umgedrehten inversen ETFs zum Beispiel. So, eine Branche, die auch gut war oder die ich auf dem Kicker habe, ist ja Healthcare, Gesundheit. Und als ich den Penumbra-Trade gemacht habe, war das diese Situation, die Umkehrsituation beim Ausverkauf mit hohen Volumen. Und ich habe darauf spekuliert, dass der Markt hier nach oben dreht und am 20er ungefähr wieder aufhört, weiterzulaufen. Bisschen drüber gegangen, war völlig okay für diesen Trade in der Aktie, aber bin natürlich dann auch im Gewinn ausgestoppt worden. Wichtig ist, dass man einen Stop nachführt. Also man kann nicht an so einer Analyse festhalten. Wenn der Markt was anderes macht, dann ist es halt so. Aber wichtig ist, dass man strukturiertes und ein effizientes Setup dafür hat. Ja, und wo ich weiß, was ich mache und nicht groß nachdenken muss. So, was wäre interessant? Na klar, wenn hier die entsprechende Reaktion nochmal kommt, an diesem Tief hier unten vom 17. Juni, dann wäre es doch bestimmt interessant, diese Branche nochmal zu handeln, weil die nicht ganz so ja, stark gefallen ist wie die anderen Branchen alle, die, sage ich mal, richtig kräftig unter die Räder gekommen sind. Und dann macht es schon Sinn, sich dann in dieser Branche eventuell long zu engagieren. Aber noch habe ich kein Signal. Es ist keine Stärke im Markt hier. Ja. Nichts, nicht, was ich jetzt irgendwie handeln kann. So, schauen wir uns jetzt mal noch die Branchen an, die wir dazwischen haben. Was haben wir zum Beispiel im Consumer-Bereich? So sieht der Chart aus im Consumer-Bereich, Consumer Staples. Ich glaube, die Frage könnt ihr euch selber beantworten. Habe ich jetzt an dem heutigen Tag, das ist der Chart heute, würde ich jetzt hier long gehen? Also wenn ich diese Kerze hier sehe, würdet ihr dort long gehen? So, diese Kerze, würdet ihr sagen, ich gehe am Hoch jetzt long? Also ich rede immer vom Tageschart. Das macht für mich von der Aussicht her nicht gar keinen Sinn. Weil A haben wir hier diesen Wochenwiderstand und B haben wir ja den 20er, der runterläuft, der oft immer, sage ich mal, so als Umkehr dient. Man sieht es hier. Und von daher sehe ich halt mein Potenzial relativ begrenzt. Wann wird es eventuell spannend für diesen Konsumerbereich? Mal gucken. Was haben wir als nächste Station? Das liegt hier unten so bei 64, auch ein erhöhtes Volumen in dem Bereich, sogar noch tiefer 63. So. Und dann brauchen wir eine Ausverkaufssituation, das sehe ich auch noch nicht. Also ich habe gerne ein erhöhtes Volumen, wenn der Markt ein neues Tief macht. Das kennt ihr auch immer. Also hier macht er ein neues Tief und das Tief ist ja im Gegensatz zu dem Tief tiefer logischerweise und das Volumen ist dort höher. Wenn dann am nächsten Tag eine grüne Kerze kommt, ist die Tendenz hoch, dass es am nächsten Tag tendenziell nach oben geht. Ja. Und das ist aber nicht genug. Das stimmt zwar so. Ja, ich habe da mal eine Statistik drüber gemacht. Das sieht man hier auch. Das Volumen ist erhöht. Ja, am nächsten Tag kommt eine grüne Kerze und es geht weiter. Das ist so eine Grundvoraussetzung. Ja, das Volumen ist hier hoch. Da sieht man es auch. Am nächsten Tag kommt eine grüne Kerze und es geht weiter. Wie weit, weiß ich nicht. Ja, es geht jetzt auf die nächsten 2, 3 Tage, aber das ist für meinen Trade-Einstieg ja interessant. Und von daher habe ich hier im Moment keine positive Bestätigung. Das Volumen in der Masse fehlt mir einfach. Also gucken wir mal, wo es hier weitergehen könnte. Wie gesagt, wir können hier auf die 64 runtergehen, auf die 63. Wenn dann ein Weg ist, kann ich meinen Countertrend mit Sicherheit fortsetzen. Vielleicht kommt da nochmal ein Rutsch. Financial Sector sieht eigentlich auch ein bisschen strange aus.
hat hier so 1, 2, 3, 4 Mal das Tief hier im Endeffekt getestet. Aber was ich sehe hier, ist das erhöhte Volumen auf dem Bereich. Ich zeige euch das nur, damit ihr ein bisschen nachvollziehen könnt, worauf ihr schauen müsst. Ja, ich schaue auf das Volumen, das war da hoch, das war hier am Tief. Und wenn ich mir das jetzt hier anschaue, dann weiß ich, dass ich hier auf der Seite unterhalb dieses Tiefs bin, was ein hohes Volumen hatte. Und dass der Markt dann hier drauf reagiert, das sind die Situationen, die ich sage, immer suche, Umkehrsituation weg und dann nach oben und dann versuchen, den Trade weiter nach oben zu traden. Aber wir sind jetzt drunter und wir haben, das seht ihr ja selbst, noch keine Umkehrsituation, also könnt ihr euch die Frage selbst beantworten und einfach dem Markt jetzt fernbleiben und vielleicht draufschauen und sagen, na, was passiert denn, wenn jetzt ein Umkehrstab kommt wieder, Entschuldigung, falsche Taste, Umkehrstab kommt auf diesem Niveau und der schließt vielleicht hier drüber, ja, dass der Markt so ein bisschen seitwärts läuft. Dann muss ich wieder sagen, okay, könnte eine Situation sein, wo ich mir Financial Markets angucke und wo hört das eventuell auf? Hier bei diesem Gap hört es auf. Und wenn der 20er runterkommt und wir schließen sogar noch darüber eventuell, ist die Situation besser, um einen kurzfristigen Swing nach oben, vielleicht in Finanzinstrumenten, also wie Aktien, dann im Finanzbereich zu handeln. Industrie auch schon ziemlich ausgebombt. Seht ihr, in diesem Tief reagiert letztendlich der Markt auch, aber das Volumen ist hier erhöht. Aber dann gab es auch wirklich nur ganz kurzfristig einen Gegenmove. Und wir haben hier dieses Aufwärtsgap gehabt. Aber auch hier wurde wieder gleich mit einem Abwärtsgap geantwortet. Der Markt reagiert dann wieder. Ihr seht hier diese Spitze von diesem umgedrehten Umkehrstab quasi. Und der Markt hängt jetzt hier in diesem Bereich fest. Also keine Situation, wo ich sage, jetzt muss ich hier rein. Warten wir ab, bis der Markt nach unten kommt. Dann kann ich hier Countertrend machen. Für Short ist ja klar, wenn ich Short handeln möchte, wo könnte der Markt wieder drehen? Seht ihr ja selbst hier. Dann muss ich so eine Situation hier oben handeln und nicht da unten. Ja, also da muss man dann Geduld haben und sagen, dann habe ich halt nichts zu tun. Also bis jetzt habe ich eigentlich nichts zu tun. Das ist auch eine Aussage. Materialsektor, genau das Gleiche. Ja, hier war der Umkehrstab super. Wenn man der Markt hier drunter fällt, unter dieses Tief des Gaps, haben wir eine super Situation, um einen Trade für Short einzugehen. Heute sieht es so aus, als wird der Markt weiter nach unten Short gehen. Springe ich da noch drauf? Nein. Warum nicht? Na klar, weil hier in der Woche Unterstützung ist. Da kann der Markt wieder reagieren. So, wie gehe ich dann immer vor? Ist immer das Gleiche. Der Markt geht weiter runter. Dreht der hier bei großen Ausverkaufssituationen? Dann wäre es schön, wenn ich dann halt mein Signal bekomme. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber ihr seht, hier war das Volumen auch extrem hoch da oben. Und nach oben, nach unten zählt es genauso. Also wenn so ein Bereich an so einem Hoch verlassen wird, nach unten, dann ist das erstmal ein schlechtes Zeichen. Also der Kurs sollte sich weiter oberhalb des hohen Volumens halten. Sieht man hier an diesen Kerzen ganz gut. Nichts zu tun. Was gucken wir noch uns an? Kommunikation, das ist ja auch total ausgebombt. Guckt euch mal diesen Chart an. Glaube, das ist Corona hier. Und dann haben sie gesagt, wir müssen alle Telefonleitungen bauen. Kommunikation ist absolut angesagt. Und dann gibt es hier einen Point, wo man wirklich dann irgendwie raus muss. Und einen guten Hinweis, glaube ich, kann man immer geben, wenn das untere Bollinger Band berührt wird, dann ist immer mit Vorsicht letztendlich, sage ich mal, zu rechnen. Und man sollte auch Vorsicht walten lassen. Irgendwann muss das Ding ja mal zu Ende sein, aber wenn wir schauen, wo das hingehen kann, noch bevor hier mit hohem Volumen hier der Markt wieder gerne diesen Preis aufnimmt, haben wir ja, im Moment kein Volumen erhöhtes auf diesen unteren Bereich hier. Das heißt, das Ding kann weiter fallen. Ist für mich also keine Umkehr, weder jetzt hier Countertrend oder sonst wie, sondern Short. Aber was muss passieren, dass ich mir eine Kommunikationsaktie oder ein ETF dann in den Short angucke? Entweder geht er noch 2, 3 Tage runter, kommt in die Korrektur zurück und dreht dann gerne in diesem Bereich, wo das Volumen erhöht ist oder am 20er an diesem Hoch und dann ein Umkehrsignal nach unten. Und dann fange ich wieder an, hier auszuskalieren und den Rest laufen zu lassen, wenn ich einen Trade habe, weil ich ja nicht weiß, fällt das Ding noch tiefer. Wichtig ist dann, das Ding abzusichern und dann wieder rauszugehen, wenn die Phase vorbei ist. Die Phasen sind doch nicht mehr so lang. Ja, ich kann nicht sagen, ob das jetzt demnächst drehen wird oder nicht. Ich weiß nur, ein Swing geht um die 4 Tage im Schnitt und das kann ich voraussehen. Und wenn es weitergeht, setze ich meinen Stop so, dass der Markt für die Restposition noch ein bisschen Platz hat.
Und ansonsten muss der Markt entscheiden. Ne? Ich finde es ja auch mal cool, wenn man wirklich eine Aussage hat und sich relativ sicher fühlt und sagt, nö, ich muss ja nichts machen. Die meisten bei mir, die mir eine E-Mail schicken oder so, die schreiben dann, was soll ich jetzt eigentlich machen? Ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr rein in den Markt. Ja klar, also wenn ich schon 3 Tage lang steige, so wie hier, und denke, jetzt wird der Markt auf einmal extrem nach oben gehen, ich war hier nicht mit bei, da kann ich es noch machen, aber hier oben würde ich es nicht mehr machen, weil da kann ja die Wende kommen. Wer da oben einsteigt, der kriegt vielleicht hier oben Preis und fängt am nächsten Tag dann hier unten wieder an. Also das macht keinen Sinn. Das muss man halt wissen. Also wenn man da nicht an dem Tag dann keine Zeit zum Handeln hat, dann muss man halt warten. Und das ist auch eine schöne Aussage, weil wenn man vom Warten, wenn man nicht im Markt ist, verliert man kein Geld. Wenn man drin ist und hat eine Position und wartet, dass der gute Mann wiederkommt von oben, der Herrgott, und dreht die Position, das hat auch keinen Sinn. Also von daher macht euch immer ein Szenario, was ihr erwartet. Tritt das ein, dann müsst ihr handeln und das auch umsetzen. Und ansonsten auch wirklich dem Markt fernbleiben, auch wenn es manchmal wehtut und der Markt 6 Tage lang nach oben geht. Wenn ihr nicht dabei seid, dann müsst ihr das aushalten. Ja, ansonsten seid ihr vielleicht die Gelackmeierten, weil der Markt nämlich nicht mehr dreht in eure Richtung. So, dann schauen wir uns mal den S-DAX an. Nochmal, da haben wir bloß noch zwei, drei Branchen hier. Der sieht genauso käsig aus, der deutsche Markt. Der hat ja wirklich, also die ganz kleinen Unternehmen sind ja im S-DAX drin. Puh, das ist schon auch eine Hausnummer vom Hoch, wenn man das mal so sieht. Haben wir mal so 41% abgebaut. Und das sind ja nicht alles irgendwelche doofen Unternehmen oder so. Da sind ja auch ganz renommierte, traditionelle Familienunternehmen mit dabei, die auch Qualität haben, so weiter, aber die werden halt einfach mit dem Gesamtmarkt mit ausverkauft. Also wenn man da irgendwie long geht, dann sollte man die nehmen, die natürlich auf der Long-Seite sind. Also dann letztendlich ein positives Signal ausbilden. Das habe ich aber nicht. Ne? Also die Tage sind jetzt abgelaufen. Hier hätte eine Wende stattfinden können. Da nach Aktien zu suchen, kriegt man aber keinen Einstieg, weil ja der Markt ja nicht drüber geht. Ja, ich kann hier nach Aktien scannen, aber muss mir bewusst sein, dass der Markt, wenn er das nach unten verlässt, im Endeffekt hier ein Schwächefall ist und dann wieder relativ schnell dreht. Das heißt, Positionsgröße runter, mehr kann man da im Endeffekt nicht machen. MDAX wahrscheinlich genauso aussehen. Ja, das ist auch schlechter, die Kerze. Sind an der Wochenunterstützung. Auch hier haben wir eine Masse abgegeben. Und auch hier schaue ich natürlich auch auf die europäischen Branchen, welche da gut sind und nicht, auch im Trade Scanner. Letztendlich, aber da haben wir im Moment festgestellt, dass der deutsche Markt schwächer ist als der amerikanische, ja, weil er hinter eine Countertrend-Situation ist, wenn er sich behauptet, der amerikanische Markt, und von daher war der deutsche Markt jetzt ausgeschlossen. Utilities, amerikanischer Markt Utilities, war relativ super eine Zeit lang. Ich habe nach Aktien gescreent, als der Markt hier war, also eine Art Seitwärtsbewegung. Und dann hat der Markt es einfach verlassen und damit war das Szenario hinüber. Wenn man jetzt wartet, dass eine starke Branche weiter stark ist, dann ist man verloren. Deswegen einfach umsetzen die Sache, dass man den Fuß wechseln muss, was ich am Anfang gesagt habe. Da muss flexibel sein, ja, relativ schnell wieder raus und den neuen Anlauf suchen. Und hier sehe ich gar nichts. Heute, das ist ja durchgereicht durch die Wochenunterstützung. Hier ist nichts Starkes. Ihr seht alle die langen Dochte hier oben an den Kerzen oder die Schlusskurse, die weit unten sind am Tief von den Kerzen, heute auch wieder wahrscheinlich. Da ist noch nichts zu holen, da wird man durchgereicht. Wer jetzt short geht, geht das Risiko ein, dass der Markt wieder kurzfristig mal einen Bounce macht nach oben. Und von daher nichts zu tun. Ja, spannend wird es, wenn der wirklich hier durchgeht, ob wir hier anfangen können, dann wieder gute Utility-Aktien, Energie im Endeffekt einzusammeln, ja, wie Stromaktien oder so. Was haben wir hier? Den Technology-Sektor, das ist ja im Endeffekt die Nasdaq. Da sind wir auch drunter, auch keine Stärke zu sehen, auch heute in den ganzen letzten Kerzen, die ja noch ticken hier im Tagesbereich. Nichts zu sehen, wird der Bereich hier weiter unterschritten, geht es weiter bergab. Also ich sehe im Moment keine Situation, wo ich jetzt irgendwie long gehen würde. Und im Real Estate, also Immobiliensektor, sieht es ganz, ganz bitter aus. Hier haben wir wirklich eine dynamische Bewegung, die weit, Wahnsinn, also sage ich mal hier einfach so, ohne sich überhaupt nach der Erholung mal so ein 17% abzugeben, ist schon eine Hausnummer. Und hier einfach zu sagen, naja,
Der Markt ist jetzt fundamental, aber wirklich jetzt unterbewertet oder fair bewertet. Also das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, weil das interessiert auch keinen. Also wenn der Kurs fällt, dann ist mir doch Wurst, ob der Markt fair ist oder nicht, weil wenn ich da ungünstig reinkomme, suche ich mir lieber einen Bereich, wo ich eine Möglichkeit habe, günstiger reinzukommen. Und ja, wir hatten jetzt kein Halten. Und die nächste Situation, wir haben hier einen weiten Unterstützungsbereich, sehen wir im Endeffekt hier bei 30, das sind aber nochmal gut 10%, die da runtergehen können. Und wenn man das Corona-mäßig sieht, geht eine Menge mehr. So, was habt ihr heute mitgenommen? Was ist im Endeffekt die Krux daraus? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass ihr euch nicht getrieben fühlt, dass ihr mit Hilfe des Trade-Scanners oder auch mit dem Chart, ihr könnt euch ja auch die Branchen angucken. Es geht auch bei TradingView, ihr könnt auch mit Margina Trader oder wo immer ihr eure Charts betrachtet, das einzuschätzen, ob ich jetzt, das ist ein Zeitpunkt, wo es könnte drehen. Ja, und nicht euch von den Nachrichtensprechern oder den tollen NTV-Sprechern, die immer sagen, hey, heute ist der Markt gestiegen, weil. Das ist ja Käse. Also der Markt fällt oder steigt nicht, weil jetzt irgendwas passiert ist, sondern weil Leute auf die Verkaufstaste drücken und bestimmte Preise akzeptieren. Da nützt mir auch nichts, wenn mir danach einer sagt, ja, weil sie das Gold erhöht haben oder den Preis erhöht haben für Öl oder sonst wie. Also letztendlich macht das keinen Sinn, sondern guckt euch die Charts an, macht euch euer eigenes Szenario und ihr wisst, wann ihr euch an den Rechner setzen müsst und nach Aktien suchen. Und ich kann euch das zeigen, wie das geht im Tradescanner. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht jetzt ein Screening machen nach Aktien, aber ich kann euch zeigen, wie das geht. Wenn ich im US-Sektor bin und würde jetzt, ich sage, würde jetzt Technology handeln wollen, ja, dann kann ich hier im Endeffekt draufklicken und kann sagen, gehe auf Outperformance Counter Trend Long. Das ist die Strategie, die passen würde. Mache ich aber nicht, weil der Chart dazu nicht stimmt. Ja, das muss ich checken vorher. Dann klicke ich da drauf, dann sage ich, okay, mach das mal und dann sieht er hier letztendlich zwei Signale. Dann kann ich sehen, wie die Unternehmen heißt, logischerweise, wie viele Tage das nach dem Algorithmus gefallen ist. Ja, je mehr gefallen, desto höher das Potenzial, eventuell, dass der Markt wieder zurückläuft, also Counter gegen den Trend. Ich sehe, ob hier eine Dividendenrendite vorliegt, haben sie nicht, und ich sehe ein Fundamental-Gesamtrating. Also das Unternehmen hier unten ist B besser als das E. Und ich sehe die Marktkapitalisierung, kann ich sagen, nee, ich möchte so ein kleines nicht handeln, wenigstens das. Und wir schauen uns das mal an. Das wäre dann halt so ein Trade, das wäre ein Counter-Trend, also wo der Markt gegenläuft. Ihr seht die vorherigen Signale, ja, nicht alle funktionieren, aber relativ gut. Und das wäre jetzt hier ein CAV von 13,61. Kann euch aber sagen, dass der Trade dann hier oben, wenn das 13, 16, 18, Moment, wo steht's? Da unten 18,3% in der Aktie wäre, wenn er bis da oben hinläuft, wenn man das macht. Aber es gibt ja in der Branche keine Umkehr. Also wird dieser Trade nicht funktionieren, weil der Gesamtmarkt fällt. Ja, und die Branche letztendlich auch, wie wir gesehen haben. Deswegen keine Screening. Ja, aber so sieht das dann aus und so gehe ich dann vor und letztendlich habe ich dann die Informationen dazu. Ja, was ich auch noch habe, das ist jetzt aus dem Bereich von dem. Ich kann hier noch ein paar Indikatoren dazuschalten. Das Open Interest zum Beispiel, das finde ich sehr hilfreich. Das sind also die Positionen der Optionshändler. Und die sehen zum Beispiel hier oben, seht ihr den Balken, der ist ziemlich dick, bei $25. Da sind viele Call-Optionen, die sagen im Endeffekt, na, schmeiße die Aktie da oben raus, weil das hoch ist. Ja. Und hier unten müsste eine gute Unterstützung sein, das ist aber nicht so groß. Da sehen wir etwas auf den Tief. Wenn die nicht hält, dann werden ja die Put-Optionen, die letztendlich hier drin liegen, angedient und das dient einem Endeffekt als Untermauerung der Unterstützung. Ergo bedeutet das, dass der Markt wahrscheinlich die Aktie hier nicht halten wird. Ja, und deshalb macht es auch kausal gesehen Sinn, der Branche, weil sie kein Signal gibt, auch fern zu bleiben und auch nicht die Aktie zu handeln. Ja, aber nur als Beispiel, so gehe ich letztendlich vor. So, dann haben wir hier noch ein paar Fragen. Der Michael. Der TradeScanner zeigt Strategien zum Datum letztendlich. Okay. Das muss ich mir mal anschauen, was da ist. Da müssen wir mal privat
eine Zoom-Session hinlegen. Eventuell melde dich einfach bei mir per E-Mail, ja, cb@tradercoach.de. Und dann machen wir mal einen Termin, dann kannst du mir mal zeigen, was es ist, weil mich interessiert immer, was da vorliegt. Handelst du auch Branchen-ETFs oder nur die Aktien? Genau, ich handle auch Branchen-ETFs. Problem ist ja, ihr wisst ja, nicht alle ETFs kann man handeln, sondern also an den US-Börsen gehandelte, die da einzig und allein sind, gehandelt werden, kann man nicht handeln. Deswegen muss man vielleicht ausweichen auf ETFs, die Xetra-mäßig unterwegs sind. Ja, also Punkt, ja, ich handle die. Manchmal habe ich nicht die Zeit, nochmal mir für 5, 6 Aktien anzugucken. Dann nehme ich halt einfach den ETF zum Beispiel. Ja. Wenn man Short-Positionen eingeben möchte, was ist der Unterschied bzw. der Vorteil von Invers-ETFs gegenüber anderen Produkten wie Zertifikaten? Danke. Naja, zum einen sind ja Zertifikate gestellte Kurse von den Market Makern. Das bedeutet, ich weiß nicht, wann die den Kurs anpassen an den aktuellen Kurs des Basisinstruments. Also letztendlich ist es so ein bisschen wie CFD in Anführungsstrichen, also Optionsscheine und so weiter und so fort, wo ja viele Faktoren mit Volatilität und so weiter reinspielen. Das ist beim Invers-ETF nicht ganz so der Fall. Wenn ich jetzt einen gehebelten Invers-ETF nehme, dann weiß ich, wenn der Markt um 50% fällt, wenn ich ein Zweifachgehebel habe, dann ist das Ding auf Null. Ja, ist ja klar, weil es ist ja zweifach gehebelt. Deswegen reicht der 50-fache Verlust, damit dieses Ding auf Null steht. Für mich ist es einfach die Einfachheit. Also ich muss dann nicht gucken, mir irgendein Zertifikat und so weiter suchen und auf die gute Kursstellung letztendlich vertrauen, sondern ich nehme dann einen ETF, wo ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Inversen habe, wenn ich Short mache, aber für Long nehme ich zum Beispiel auch gerne ETFs, wo ich weiß, dass das jetzt nicht nur geswappt ist, das ist was anderes, also wo die einzelnen ETF-Unternehmen die Aktien sich gegenseitig, die ETFs und Aktien, die da drin sind, gegenseitig besichern, sondern die Unternehmen, iShares und Deutsche Bank machen das also auch mittlerweile, dass sie halt wirklich real den entsprechenden Index zum Beispiel abbilden. Ja, also das kann man natürlich auch machen. Ja, man muss nicht in die Tiefe gehen. Aber mehr Rendite gibt es natürlich oft mit den Aktien. Also wenn jetzt, ne, die entsprechende gute Branche erwischt und hier so einen 18% Trade machst, wenn da so der Endeffekt der Energiebereich, ist ja hier Sonnenenergie, dieses Unternehmen, dann macht es schon Sinn, diese Aktie zu handeln und nicht jetzt den Index. Ja. Man sieht auch hier die Earnings, also hier diese schwarze Linie. Wann sind denn die Geschäftszahlen? Da möchte ich natürlich genug Spielraum haben, damit nicht jetzt hier so ein Riesengap, wenn die Zahlen kommen, auftritt logischerweise. Und ich sehe, dass hier noch 27 Tage bis dahin sind. Dann sehe ich die Daten vom Trade. Da steht auch nochmal genau drin, was man machen soll. Unternehmensbeschreibung, ja, letztendlich kann man die sich mit einem Übersetzer schnell mal reinkopieren, in Deutsch übersetzen. Fundamentalbewertung mit einem Endrating, muss ich jetzt auch nicht alles lesen, immer, habe ich auch nicht die Zeit, sondern mir reicht im Endeffekt so eine Overall-Rating von A bis F und somit habe ich im Endeffekt alles, was ich brauche, ja. Und das schnell im Browser. Das ist halt schön. Brauche also nicht mal eine Software dafür. So, dann hat der Ralf noch eine Frage. Danke dafür. Dann sind wir auch schon fast fertig. Wenn man Short-Positionen eingemischt, was, also, das war es ja schon. Das hatte ich schon. Okay. So, also, wenn ihr sehen wollt, was mit Silber passiert ist, da gehe ich ja darauf ein, ob ich dann einen Trade gemacht habe oder nicht. Den zeige ich dann auch. Ich versuche mal vorher anzukündigen, welche Aktie ich da bevorzuge, was ich da angucke. Wenn es am Wochenende möglich ist, da eine Aussage zu treffen. Nicht immer ist ja der Markt so, dass es am Wochenende dann Signale gibt, logischerweise. Könnt ihr euch gerne am Newsletter anmelden. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Webinar in 2 Wochen. Wieder mittwochs, 19 Uhr, Branchenanalyse mit mir und natürlich mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich danke dir, Carsten. Genau, 2 Wochen, um genau zu sein, 26. Oktober. Sehen und hören wir uns wieder. Und ich habe nichts hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen, angenehmen Abend. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf die Positionen auf. Und dann hören wir uns bald wieder. Ciao, ciao. Ciao, Carsten. Tschüss. No!